Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Gears 5. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich bin hier am zweiten Turm angekommen, aber eigentlich schon am dritten, besser gesagt. Da gehen wir jetzt rein, also bleibt mal dran. Tja, zumindest ähnelt er dem anderen Turm. Hier sollte es sein. Ja, verwenden wir die Konsole. Wie letztes Mal. Ich denke nicht, dass es so einfach wird. Ah, der hat direkt eingesammelt. Finde ich aber nett von dem. Zwischenzeit schauen wir uns mal ein bisschen um. Da müssen wir wieder hacken. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Okay, das ist nicht ideal. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. Ich muss eine Übertragung finden, die zu den anderen Signalen passt. Okay, diesmal ist es nicht so. Nein, nichts. Nein. Da, noch ein passendes Signal. Das muss das Labor sein. Das reicht uns, um was zu finden. Ich lasse noch eine Suche laufen, aber ja. Willst du es, Marcus, sagen oder soll ich? Gehen wir zurück zum Skiff. Wir können es unterwegs. Ich will noch mehr scannen. Okay, er scannt aber nicht mehr. Hätte ja klappen können. So, Türen sind aber offline. Jack, brich das Schloss ab. Deswegen müssen wir jetzt mal da durch. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? Eine Komponente. Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Oh, ich hab eine Idee für Jack. Können wir den direkt upgraden? Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Vielleicht gar nicht so verkehrt wie in dem Fall. Jack, Tarnung! Unsichtbar. Sollten wir hier ausprobieren? Alles klar. Ein Problem weniger. Neues Spielzeug. Dann komm, zurück zum Skiff. Oh. Nicht so schnell! Scharfschützen! Wenn wir uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten! Jetzt haben wir sie ausgenommen. Aus. Machen wir sie fertig!
Wenn du deine Antworten hast. Ja. Was dann? Ich meine, wie geht's dann weiter? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß, du bist nicht gerade begeistert von der Kuh. Hey, wenn du dir Sorgen machst, dass ich weglaufe. Nein, dass du abhaust, macht mir keine Sorgen. Nein? Tja, vielleicht solltest du das. Zumindest ein wenig. Oh, großartig. Jupp, hier geht's wieder raus. Perfekt. Ab zum Schiff. Wenn wir das Schiff erreichen, sagen wir Markus, was wir machen. Okay, aber ich habe noch eine andere Frage. Wenn du weggehen würdest, wohin würdest du gehen? Vor oder nach dem Schwarmausbruch? Davor. An einen Ort mit Strand. Und danach? In einen Bunker, 5 Meilen unter der Erde. Okay, hast du Platz für 2? Hast du nicht Jack vergessen? Ja, aber der braucht nicht viel Platz. Und du? Wohin würdest du gehen? Okay, gucken wir uns das ganze Spiel mal an. Ja, jetzt halt noch das hier. Den haben wir fertig. Den. Ja, wir nehmen uns erstmal das Ziel hier vor. Weißt du was? Markus, wir haben einen Standort. Wenn es in Mount Kadar ein Labor gab, wissen wir es bald. Okay, aber ich sag's nochmal. Dieser Berg war ein Mardenhort. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn ihr in was reinrennt, mit dem ihr nicht klarkommt, dann sagt Bescheid. Weiß ich zu schätzen. Aber bisher ist alles okay. Delta Ende. Doch. Ich wette, dass es da drin Kühlsystemteile gibt. Alles klar. Glaub mir, die werden noch nützlich sein. Sieht aus wie meine Kette. Gehen wir hier hoch. Und komm. Ah ja, klar. Da sind überall welche. Warum halt wir es? Sie folgen uns! Schalt sie aus! Alter! Okay, das war nicht so. Okay, wenn das mal gut geht. Komme schon! Geh doch mal. Ich bin verwundet. Warte, ich bin gleich da. Ja, kann doch nicht wahr sein. Schaff dich. Okay. Dumm gelaufen. Aber gut. Warum denn das?
einer weniger. Natürlich auch. Jack, Schockfalle. Was kommt noch wieder rein? Sie folgen uns! Schalt sie auf! So, der ist schon mal weg. Manchmal hat die Waffe ja was. Das ist für mich. Oh, der eine hier, ne? Also. Betriebskomponente. Mehr Kühltechnik, wie die aus dem anderen Sturmbohrer. Also, soll ich die Teile mit Jack verbinden? Mann, wenn ich nur irgendeine Art Bauplan hätte. Die Chor liebt ihren Papierkram. Stimmt, wir sollten alle alten Chorstandorte danach durchsuchen. Okay, schnappt euch, was ihr braucht, bevor wir zum Skiff zurückkehren. Er ist nicht gebrauchen. Dell, kommst du? Ja, manchmal muss man auch mit Taktik daran gehen. Ich habe ja eigentlich fast alles fertig, bis auf. Du Sau durch. Nur dich hier noch. Wir fahren jetzt erstmal hierher. Keine Pflicht, die Sachen zu finden, aber gut. Hey, wir nähern uns den Koordinaten. Moment mal, hier ist nichts. Ja, das verstehe ich nicht. Guck, die Daten stimmen. Wir sind am richtigen Ort. Vielleicht kann Jack. Ich weiß nicht, das Signal mit einem Impuls pingen. Ist ein Versuch wert. Wie das denn? Hey, Jack, wo bist du?
Los, Jack. Impuls. Wow. Da ist etwas unter dem Eis. Gut gemacht, Kumpel. Das muss das sein, wonach wir suchen, aber wie kommen wir da runter? Das wird nicht leicht. Das Eis ist dick. Der reinste Beton. Weiß nicht, ob das was bringt, aber laut Barrett gibt es in der Gegend eine alte Mine. Alte Mine? Klingt immer gut. Sprengkapseln? Sprengstoff? Ich sende Jack die Koordinaten. Danke, Marcus. Okay. Wir haben wohl eine potenzielle Lösung. Auf zur Mine. Alte Mine da. Soll ich wieder was anderes ausrüsten? Hat was. Eine Komponente kann ich noch nicht weiter upgraden, ne? Yeah. Ist hier auf der Rückseite. Wir sollten zurückgehen. Bitte, ich durfte nicht hier lang. Also den Skip durfte ich ja nicht benutzen. Was ein Scheiß. Da. Als wir gesagt, du musst zurückgehen, dann hau ich den. Das ist zu weit. Alter. Es tut mir leid. Gott sei Dank hat die keinen Ausdauerverlust, ne? Ganz hin, ey. Ah, hier an den Arsch der Welt, okay. Hier weit laufen können. Wie komme ich da nur hin? Vielleicht hier oben rüber, ne? Nachricht hier. Warst du Oscars mit mir immer zum Skiffen auf die Sandebene? Bei Harbo Bay. Ihr seid so weit rausgesegelt? Ja. Da unten gab es keine Chor mehr. Nichts. Nur noch Ruinen. Das wird mir echt fehlen. Ich weiß. Mir auch. Da. Kurz hier rangucken, was bist du?
Nur ein Waggon, okay. Kate, die Mine ist im Wald da drüben. Suchen wir nach Sprengstoff. Naja, haben wir immerhin die Mine gefunden, okay. Dann machen wir jetzt hier Feierabend. Ich sag mal Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.